gesamte Bild spiegeln, indem du, wenn du Discord abcapturest, dort Rechtsklick drauf machst, transformieren und dann horizontal spiegeln. Ah, also ganz Discord. Für die Reihenfolge, oder? Also du kannst deine eigene Cam nicht spiegeln, aber es ist ein bisschen doof für die Reihenfolge, das stimmt, vielleicht machst du es lieber nicht. Deine schwarz-weiß, die Kamera von oben rechts, ne? Ja, ja, warte. Ach, machst du das nicht mit Absicht, okay. So, ja. Okay, jetzt fehlt nur noch Eli und dann sind wir ready. Ja, Eli ist jetzt auch da. Er ist noch voll mute. Er ist noch voll mute. Robert, wie geht's dir? Bro, natürlich weiß er nicht, wie ich heize, Digga. Ich bin morgen Kiel, Abo. Jürgen. Nee, ist auch gut, danke. Überall. Ich weiß, dass wir morgen Kiel sind. Wir haben es auch schon länger geplant. Ich bin morgen auch in Kiel. Was für ein Zufall, Robert. Sorry, bist da oben rechts. Ey, das wird doch nicht. Toni, ist der Timer-Link eigentlich immer derselbe? Der Timer-Link ist immer derselbe. Okay, weil ich hab hier einen, aber da läuft der Timer schon. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das korrekt ist.